seid ihr tot? Wenn ihr tot seid, sagt es einfach. Hier da draußen. Seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge. Helft mir, ihn zu finden, und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Wie unhöflich von mir! Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Shen. Und wonach giert es euch, Shen? Oh, dies und das. Das werdet ihr schon noch merken. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Und ihr seid ein solcher? Ja, das bin ich. Früher lebte ich hier unten, lange ist es her. Aber über diese Zeit rede ich nicht. Faszinierender Ort. Schaut euch nur all diese wunderbare Architektur an. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden. Bis auf diesen Teil. So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Frage mich, wohin mein junger Reiseführer verschwunden ist. Kevin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen. Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? Eigentlich war es ganz interessant, in einem Fass eingesperrt zu sein. Ich hatte einen... Der Schmelztiegel! Er gehört mir! Seid vorsichtig, Kevin! Er könnte verflucht sein! Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf! Hebt ihn auf! Armer junger Mann! Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich im Chaldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem Schmelztiegel Edelsteinfragmente miteinander Damals hat es mich aufgeregt, wenn Onkel Deckard...
ununterbrochen von Engeln und Dämonen erzählte. Jetzt würde ich alles dafür geben, eine seiner Geschichten zu hören. Schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Aber diese anderen, der gefallene Engel, die Hexer, sie benutzen euch für ihre eigenen Zwecke. Ihr habt euch entschieden, ihre Marionette zu sein, obwohl die Macht eures Geburtsrechts euch zu einem Gott machen könnte. Oh, ich bilde mir nicht ein, ein Gott sein zu können. Das überlasse ich euch. Kein Grund, so abfällig zu werden. In Kürze werde ich diese Welt wieder beschreiten. Dann werdet ihr schon sehen, was ein Nephalem erreichen kann. Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an dem wir uns... In dieser Höhle ist ein wenig Blut von mir. Wir sind schon gut vorangekommen. Bei diesem Tempo... Ich glaube, dass ich mit diesem Seelenstein endlich die wahre Macht der Menschheit entschlüsseln kann. In grauer Vorzeit verfügte die Menschheit über Mächte, die in diesen trostlosen Zeiten unerreicht sind. Mit dem Seelenstein werde ich mir selbst die Stärke meiner Vorfahren verleihen können. Ich hab nicht mal geschwitzt. Verbrennt im Licht. Nicht euer Tag.
sind unglaublich. Was für eine monströse Kreatur! Brennt im Licht. Welche Prüfungen erwarten uns noch? Vorzüglich!